Hallo ihr Lieben, ein kleines Lebenszeichen von mir. Ich werde nämlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen nicht zu Hause sein. Wen das interessiert, wo ich da sein werde, der kann auch nochmal in den Community-Beiträgen schauen, da habe ich es nämlich erwähnt. Und ja, ich wollte einfach nur mal Hallo sagen und auch sagen, dass es hier ganz normal weitergehen wird, denn ich werde jetzt noch ein bisschen aufnehmen, damit dann zumindest von jedem Projekt einmal pro Woche eine Folge kommen kann. Das ist mir nämlich echt wichtig. Ich liebe meinen YouTube-Kanal. Ich liebe es, weiterhin Let's Plays für euch aufzunehmen. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass es immer noch Leute gibt, die sich das anschauen, so ungeschnitten. Weil es ist halt gerade das, was ich so liebe, dieses entschleunigte, einfach gemeinsam spielen, ohne Schnitte. Ja, nicht immer der nächsten Aufgabe hinterherhechten, sondern einfach das Spiel so erleben, wie es ist. Ja, und da kommt gerade jemand passenderweise ins Bild und sagt, geht das nicht schneller? Das ist ja witzig. Das passt jetzt ja super, der NPC hier gerade. Und ja, ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken. Ganz herzlichen Dank, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr euch das gerne anschaut. Und ja, was soll ich sagen, außer es freut mich einfach, dass ich noch mit euch hier sein kann. Wen es interessiert, heute Abend wahrscheinlich gegen 20 Uhr werde ich nochmal auf Twitch live gehen, einen kleinen WoW-Stream machen zur Verabschiedung. Und ja, da freue ich mich natürlich über jeden, der da dabei sein mag. Und ansonsten sehen wir uns dann ja oder hören wir uns dann in den nächsten Videos. Ich freue mich immer sehr über Kommentare, über ein Lebenszeichen, auch von euch, damit ich einfach weiß, mit wem ich hier zusammenspiele sozusagen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sonst noch sagen soll, außer danke. Und ich freue mich auf die Zukunft. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich dann auch sicherlich mal Talk and Walks aufnehmen und neue Angespielts und ja, mal sehen, was noch so auf uns wartet. Dann alles Gute euch auch in der Zeit. Ich hoffe, ihr habt eine möglichst gute Zeit. Stresst euch nicht. Kommt mal runter. Seid achtsam. Und seid auch nett zu euch, ganz wichtig immer. Jetzt die nächste Folge WoW kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Da wird es nämlich eine ganz tolle Questline geben. Die habe ich schon angefangen in der letzten Folge, also Folge 35. Und jetzt in 36 geht es dann weiter mit der Questreihe. Super berührend, mit einer kleinen Ansprache am Ende von mir. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und ja, dann bis bald, ihr Lieben. Ciao.